Eigentlich sagt man ja vielleicht den Gastgeber zuerst, aber ich denke, wir gehen mal rein tabellarisch und da darf der Erstligist, die bekommt die erste Frage. Ja. Gute Einstieg muss man sein. Genau. Ja, Herr Rutemöller, was ist das für ein Gefühl, als Erstligist ins Kölner Stadion zu kommen, überhaupt mit der Fortuna dieses Jahr in der Bundesliga zu spielen? Ja, das sind verschiedene Aspekte. Ist ja meine Heimat hier, Köln. Und ich bin beim 1. FC Köln groß geworden und ist nach wie vor im Grunde in Anführungszeichen mein Verein. Immer wieder schön, hier zurückzukehren. Nicht nur zu spielen, sondern auch im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen wie jetzt. Als Erstligist, ja, wir genießen es. Wir genießen es ungemein. Leider hat es mit dem Start nicht so geklappt, aber wir haben noch 33 Spiele. Am Wochenende spielt der 1. FC Köln gegen FC St. Pauli. Andreas Rettig ist ja ein guter Kenner der zweiten Liga, weil er schon auch im letzten Jahr dort tätig war. Wie schätzen Sie die Situation ein dieses Jahr in der zweiten Liga? Erstmal bin ich froh, dass Sie nicht von einem zweitklassigen Manager gesprochen haben. Das beruhigt mich in dem Falle. Ja, also die beiden Absteiger werden natürlich eine dominante Rolle spielen, da gibt es ja gar keine Diskussion und da führt auch kein Weg dran vorbei. Danach gibt es drei, vier Mannschaften nach unserer Einschätzung mit Bochum, Ingolstadt und auch Union Berlin, wo wir am Wochenende verloren haben. Und wir wollen am Ende dieser Verfolger sein, das würde schon reichen. Ich glaube, wenn wir am Sonntag gegen unsere Freunde vom 1. FC Köln spielen, und da kommt auch schon einer von dann live ist live, ne? Ja, ja. Dann, ich will nur hören, ob Sie schon was zur Taktik verraten. Achso. Also ich glaube, dass wir da keine so große Rolle spielen, aber am Sonntag freuen wir uns und bis zum Anpfiff werden wir auch gute Gastgeber sein. Alexander Werle ist ja beim 1. FC Köln vor allen Dingen für die Zahlen und fürs Finanzielle zuständig. Haben Sie bei der Aufstiegsprämie nicht vielleicht schon im Vorfeld ein bisschen zu optimistisch der Mannschaft was zugesprochen, weil die werden Sie ja bestimmt auszahlen müssen am Ende der Saison? Nee, unsere ganz klare Ziel ist es, uns aufzusteigen und da gehört natürlich dann auch eine Aufstiegsprämie dazu. Ne? Aber das ist alles in der Basisplanung drin bei uns und von da bin ich da völlig entspannt. Aber es wird kein Selbstläufer und man sollte ein bisschen Demut haben. Deswegen reden wir jetzt nicht vom Aufstieg, sondern können wir dann nach dem 34. Spieltag machen. Ich muss mal kurz eine Frage zum heutigen Tagesthema stellen. Heute war ja Pressekonferenz von Joachim Löw. Der war am Samstag bei Ihnen im Stadion. Hatten Sie schon gedacht, dass er vielleicht einen Fortuna-Spieler nominiert? Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, dass er auch den einen oder anderen Augsburger Spieler sehen wollte. Wäre schön, wenn es auch um einen Düsseldorfer Spieler ging. Wir haben darüber über personelle Dinge nicht gesprochen. Er war dann auf dem Weg nach Gladbach noch. Er hat also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nee, wir haben uns kurz unterhalten. Aber er war so beschäftigt mit Selfies und Autogrammwünschen und hat wenig Zeit gehabt für ein ruhiges Gespräch. Jonas Hector ist wieder nominiert worden, obwohl er halt jetzt in der zweiten Liga spielt. Hatten Sie Zweifel daran oder ist es völlig selbstverständlich angesichts seiner Leistung? Also ich hatte persönlich keine Zweifel dran und ich finde es auch eine gute und richtige Entscheidung vom Bundestrainer, denn Jonas ist eine herausragende Persönlichkeit, bringt eigentlich immer Leistung und ich denke, wir sollten auch nach dem Leistungsprinzip gehen und von daher war das eine richtige Entscheidung. Andreas, jetzt will ich einmal dazwischen gehen. Das ist immer schwierig, als Westfale dann bei einem Rheinländer dazwischen zu kommen, merke ich gerade. Andreas Rettig, Uli Hoeneß, der hat ja vorher davon gesprochen, dass er eine Alibi-Veranstaltung erwartet von Seiten des DFB. Wie haben Sie den Auftritt heute gesehen von Joachim Löw und auch von Oliver Bierhoff? Ich fand ihn schon sehr selbstkritisch, den Bundestrainer. Was mir nicht gefallen hat, war, als er berichtet hat, wie sich Mesut Özil verhalten hat in der Frage, dass ein Bundestrainer mehrfach versucht hat, ihn zu kontaktieren und der Spieler sich nicht gerührt hat. Wie er damit umgegangen ist, finde ich, war sehr souverän. Das hätte ich, glaube ich, nicht so gekonnt. Ich finde es ungehörig, wenn ein Nationalspieler noch nicht mal auf die Kontaktversuche eines Bundestrainers reagiert. Also das muss ich sagen, das hat mich dann schon heute sehr irritiert. Alexander Werle dann auch nochmal nachgefragt. Joachim Löw hat sich sehr selbstkritisch gerade auch präsentiert, haben es gerade auch schon mal gehört. Aber wenn ein Trainer einräumt, die Mannschaft taktisch nicht richtig eingestellt zu haben und auch von der Überzeugungsarbeit im Vorfeld einige Fehler gemacht hat, würde das nicht eigentlich bedeuten, wenn man solche Sachen zugibt, dass man zurücktreten müsste? Nee, ich finde erstmal sehr wichtig, dass man selbst reflektiert. Und das ist da geschehen und man hat ja die Analyse gemacht und
Jogi Löw genießt das Vertrauen des Präsidiums und er hat, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er auch mit diesen schwierigen Situationen umgehen kann und vor allen Dingen auch bereit ist, einen Neuanfang dann auch zu steuern. Und von daher fand ich die Entscheidung vollkommen richtig, an ihm festzuhalten. Erich Rutemöller, wie schätzen Sie das ein, was heute von Seiten des DFB präsentiert wurde an Ergebnissen, Joachim Löw und auch Oliver Bierhoff? Ja, ich habe so ein paar Zusammenfassungen gelesen. Ich glaube, das schon rauskam und das wurde ja auch für uns allen deutlich, dass eine gewisse Arroganz da war, eine gewisse Überheblichkeit. Ja, wir schaffen das, wir machen das mit dem Tor gegen Schweden. Da war eigentlich alles gelaufen, jetzt sind wir weiter so ungefähr. Und da ist man bitter bestraft worden. Aber das ist nun mal auch für mich ein relatives Einzelereignis gewesen. Denn der deutsche Fußball ist anders, das wissen wir. Ja, und der wird auch wieder kommen. Und auch diese Verteufelung des Ballbesitzes sehe ich viel zu eindimensional. Ballbesitz ist ein hohes Gut. Die Frage, was man daraus dann macht und wie man ihn fortsetzt. Also da muss man in Ruhe drüber sprechen. Und eins ist klar, ohne entsprechende Laufvermögen und die entsprechende Laufleistung und den Laufwillen geht es eh nicht. Es wurde jetzt heute gesagt, das war mehr ein Umbruchleid, weil nur 3 neue Spieler in die Mannschaft gekommen sind. Aber gibt es überhaupt momentan viel mehr gute potenzielle Nachwuchsspieler? Oder müssen wir uns vielleicht in Deutschland auch darauf einstellen, dass es erstmal wieder eine Zeit dauert, bis wir eine neue starke Mannschaft haben? Ja, ich glaube, dass wir, auch das gehört zur Wahrheit, dass wir in den letzten Jahren uns zu sehr in der Rolle gefallen sind als Weltmeister und dass alles auf dem richtigen Wege ist. Man ist ja immer erst dann bereit zu Veränderungen, wenn man am Ende mal Schiffbruch erleidet. Ich glaube, wir hätten alle, und das soll jetzt nicht Kritik verstanden sein in Richtung DFB und DFL, sondern da sind wir alle gefordert, auch die Vereine logischerweise. Wir hätten da schon früher etwas gegensteuern müssen in der Frage. Und wenn ich gerade an die Ausbildung in den Leistungszentren nachdenke, ich finde, es reicht eben nicht mehr nur den Pass mit der Innenseite sauber zu spielen, sondern das Thema der Persönlichkeitsentwicklung ist völlig hinten runtergefallen. Und das ist das, was es jetzt aufzuarbeiten gilt. Wenn wir am Ende mehr Medienschulung oder mehr Zeit für Medienschulung verwenden, damit am Ende geschliffene Interviews rauskommen, statt auch mal den Rücken gerade zu machen, dann haben wir ein Problem. Und Schlusswort zum heutigen Veranstaltung, Herr Werle. Heute geht es um Eishockey. Wie ist Ihr Bezug dazu? Waren Sie schon mal bei den Kölner Haien oder haben Sie sich vielleicht schon mal selber sogar auf Schlittschuhen probiert? Ja, beides. Also ich habe in der Tat mal auch versucht, Eishockey zu spielen, als aber wirklich amateurmäßig, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich war auch schon häufiger in der Lanxess Arena. Das ist auch begeistert, wenn die Arena voll ist und die Haie, die spielen ja ab und zu auch ordentliches Eishockey. Und wir haben dann das Olympiafinale dann auch morgens verfolgt bei einem Auswärtsspiel, haben wir in Leipzig gespielt. Und es war wirklich faszinierend. Toller Sport und ja, macht Spaß. Hat man sich damals zusammen das angeguckt oder jeder im Zimmer? Oder war da wirklich so eine Begeisterung, dass man morgens schon um 5 Uhr im Frühstücksraum gesessen hat? Das verrate ich jetzt nicht. Okay.